willkommen in meinem Atelier. Mein Name ist Simona Rosse und ich bin Grafikerin, Illustratorin und Künstlerin. Und ich möchte mit dir heute das Thema der Kreativstifte, der Kunststifte teilen. Und zwar gibt es da solche Acrylstifte und es gibt wasservermalbare Stifte. Jeweils sind die eine Welt für sich, aber sie lassen sich eben auch kombinieren. Und da habe ich viele verschiedene Sorten. Ich habe ein Sortiment an Farben, das ich sehr bewusst zusammen gekauft habe und das ich eben auch regelmäßig in meinen Skizzenbüchern und in meinen Bildern verwende. Wie ich das mache, welche die besten Stifte sind, was die Qualitäten jeweils der verschiedenen Arten sind und auf was du achten kannst, wenn du solche Stifte kaufst und mit ihnen arbeitest, das teile ich dir mit dir in diesem Video. Grundsätzliches Merkmal ist, dass du mit dem Pinsel darüber gehen kannst und somit wunderbare, auch malerische Werke und Effekte erzeugen kannst, wie beim Aquarellmalen, aber dann doch dieses Gefühl des Stiftes hast, dass es auch braucht und du kannst sie auch schön miteinander vermischen, vermengen. Du kannst im Nachhinein mit Wasser darüber gehen. Habe ich das Beispiel? Hier zum Beispiel. Und zwar geht es jetzt um diese Babys hier. Das wäre das der Graphic Aquapen von Graphic. Habe ich bisweilen diese Farben im Sortiment. Nein, die sind, wow, schön dunkel. Das ist toll. Richtig toll. Ja. So. Diese haben eben zwei Spitzen, einen großen und einen feinen. Und die mag ich auch sehr, die sind aber etwas härter. Und etwas weniger pinselartig als eben die Brush Pens. Die Brush Pens sind von den Pigmenten her wirklich wie Aquarellfarbe oder wie so ja, flüssige Acrylinkfarbe. Ja. Sind ein bisschen anders in der Hand und die haben auch so einen Verblender, einen Blenderstift. Kann ich das kurz demonstrieren? Meine neuen Farbe hier. Mit dem Blenderstift kann man dann hier Übergänge machen. Das kann man mit dieser Marke natürlich auch. Das ist jetzt eine Mischung mit dem Spectrum Aquapen. Das ist dieser. Und den mag ich auch sehr gerne, aber der die spitze Seite benutze ich fast nie, weil die trocknet sehr schnell aus. Bei mir war es so. Und die andere, die verfilzt relativ schön, aber schnell. Aber auch das mag ich manchmal sehr gerne für so lockere Arbeiten. Wenn man aber einen präzisen Stift möchte, kauft man den. Der ist super. Ja, dazu erzähle ich dir einiges und dann eben auch zu den Acrylstiften, die ich auch in meinen Bildern verwende. Und
mit denen ich auch oft arbeite, in Kombination mit Acrylfarbe. Acrylfarbe auf Leinwand, Acrylfarbe auf Papier. Da arbeite ich meistens auf Aquarellpapier, aber auch in meinem Skizzenbuch arbeite ich oft mit den Stiften in Kombination mit einer Grundierung oder mit den Grundformen aus Acryl. Auch dazu zeige und teile ich dir einiges und sage dir eben auch, was ich dir empfehle, was die Vorteile sind jeweils. Somit hast du einen Überblick und ich hoffe, das hilft dir, wenn du mehr zeichnen und skizzieren möchtest. Wenn du deine kreative Zeit regelmäßig verbringen möchtest und deine Kreativität auch fördern möchtest, sind das wunderbare Werkzeuge, diese Stifte. Und sie erlauben dir ein sehr freies und lockeres Arbeiten. Und sind auch super praktisch zum Mitnehmen. Ja, und ich möchte dir hier gerne zeigen, was ich so getestet habe mit den Stiften. Und zwar habe ich das jetzt in über einen Monat getestet. Verschiedene Stifte, vor allem in diesem Skizzenbuch, in diesem A4-Buch. Und getestet habe ich, das zeige ich nochmal kurz. Und zuerst hatte ich diese Bosca-Stifte, diese Acrylstifte. Die habe ich in zwei Größen, verschiedenen Farben und ja, die benutze ich schon länger, die kenne ich am längsten. Dann habe ich als zweites diese Acrylic Marker von Amsterdam getestet. Die sind ja etwas neuer, habe ich die entdeckt, habe aber allerdings auch schon einiges damit umgesetzt. Danach kamen diese Pintor-Stifte ins Spiel. Das sind auch Acrylstifte, die aber jetzt nicht speziell für die Leinwand gedacht sind, sondern ja, ich denke einfach auch für Papier eher. Diese hier gehen für Leinwand. Diese hier, denke ich, sind einfach auch Acrylstifte. Und dann noch die letzten, die Adding Acrylic, die sind speziell für die Leinwand gedacht, aber ich benutze sie vor allem eben auch im Skizzenbuch. Und auch die habe ich getestet, die gibt es in drei Größen, ich habe sie aber in zwei Größen getestet und verschiedenen Farben. Und ja, genau, jetzt geht es darum, was habe ich in den letzten Monaten und nein, es sind eher Wochen, es ist etwas über einen Monat getestet. Also, zuerst habe ich so einen Mix versucht, auch noch mit wasserlöslichen Stiften. Das sind so, da habe ich auch diverse Marken. Und wie du siehst, hat es sich da zum Teil dann auch aufgelöst. Da habe ich einfach so ein paar Skizzen gemacht, frei raus, was ich gerade gesehen habe. Und ja, das war das Ergebnis. Ich habe schnell gemerkt, dass gerade hier auf dem großen Format die großen Acrylstifte, die hier super sind. Also ja, von denen habe ich noch nachgekauft. Am besten haben mir diese großen Acrylstifte gefallen. Dabei und ja, die werde ich definitiv mehr benutzen auch. Dann habe ich so ein paar kleine Skizzen gemacht mit diesem großen Stift Bistoff, sehr locker, davon Lustoff Stuff, weil das ist wie mit dem großen Pinsel, da hast du nicht so viel Kontrolle und man kann sehr schnell sehr schöne Marker und Striche
Punkte setzen, was ich ja sehr liebe. Mein Stil zeichnet sich ja auch sehr aus dadurch, dass ich immer diese Lichtpunkte oder Schattenpunkte setze. Aber auch wenn du nur lineal arbeitest, sind diese Stifte, finde ich, dann eben eher die kleinere Größe. Das war dann eine Challenge, die ich mir gestellt habe, eine kleine Kunst-Challenge. Dabei ging es darum, Kaffee, den morgendlichen Kaffee, was ich dabei wahrnehme und das dann einfach runter zu zeichnen, zu skizzieren schnell. Also da, das war der erste Morgen, da habe ich einen Zeitungsausschnitt gesehen mit einer Frau. Ich glaube, es war ein Kino. Plakat, eine Kinowerbung in der Zeitung, beim Kaffee trinken. Dann habe ich das kurz unterskizziert und habe hier eine kleine Kaffeebohne eingefügt. Weil das Kaffee trinken ist ja auch so ein bisschen eine Pausenzeit, bei der man ein wenig zur Ruhe kommt und ein bisschen nachdenkt. Diese nachdenkliche Zeit ist diese Erfahrung eben nur sehr kurz und knapp, flächig. Und dann habe ich hier im zweiten Tag diese Früchteschale von mir gehabt, eine Dose mit dem Zucker, hat mir schon genügt. Und diese Farbe hier, die ich euch zeigen, habe ich dann noch dazu genommen. Das sind wasserlösliche Stifte, eben habe ich diesen Ton genommen. Helle Limettengrün und habe das dann hineingefüllt. Und hier habe ich schnell gemerkt, dass manchmal die Stifte, das kannte ich schon von den Bosca-Stiften, dass die wie Farbe verlieren und der Strich nicht mehr ganz satt ist. Man muss gut schütteln, man muss immer wieder die Spitze andrücken, um wieder Farbe hier hineinzubekommen. Damit es gut fließt, damit diese Spitze gut vollgesogen ist. Was ist mit dem Bosca-Stiften fast im besten Fall, finde ich. Die laufen am wenigsten natürlich, finde ich. Und diese Edding-Stifte, bei denen ist es dann so, dass die nicht einen guten Strich machen und dann gar keinen mehr, sondern das franzt sich dann so aus und das mag ich dann auch. Denn das hat dann so eine gewisse Pinselwirkung. Man sieht dann immer auch so gut, wie das nicht überwiegend ist. Aber wie gesagt, für so eine kleine malerische Art und Weise zu arbeiten, ist das so gut. Auch das kannst du machen. Du kannst hier mit den Fingern reingehen. Und die Farbe schichtet sich dann auch sehr schön übereinander. Also wenn ich diese Dinge teste, dann versuche ich alles aus. Deshalb ist das hier auch kein Meisterwerk, sondern ich habe hier einfach Schichten übereinander geschmiert und geschaut, was da rauskommt. Das ist die nächste Art Challenge gewesen mit den Räumen. Da habe ich hier jeden Tag einen Raum aus meiner Umgebung gemalt. Hier ist das Atelier. Auch das habe ich mit den Stiften umgesetzt. Das ist der Blick in den Garten aus unserem Wohnzimmer. Ein kleiner Buchsgarten, den ich angelegt habe. Unser Esszimmer mit dem Dschungelbild hinten an der Wand. Und dann das mit den Mustern. Auch da habe ich sehr viel geübt, auch noch im Zusammenhang mit Gold. Ich habe geschaut, wie stark trägt das auf, wie deckend ist das und welche Stifte lassen sich wie kombinieren. Und ich muss sagen, alle Marken lassen sich hervorragend miteinander kombinieren. Und ich habe aufgehört zu schauen, welche Marke ich kaufe. Ich habe viel stärker auf den Farbton geschaut. Und dazu habe ich ja diese Farbpalette gemacht, damit ich einfach den Überblick habe, von welcher Marke verwende ich welche Farben. Also das sind
dieser Bereich. Das sind dann noch andere Projekte. Und so ist es dann weitergegangen mit meinen Challenges. Und da habe ich eben sehr viel ausprobiert als anderes. Und das Verwenden dieser Stifte habe ich einfach übernommen. Das werde ich jetzt für das Skizzieren einfach benutzen, weil man da wirklich großartige Dinge erschaffen kann. Und falls sich das noch mehr interessiert, was hier sich in diesem Buch befindet, werde ich demnächst auch eine kleine Sketchbuch-Tour machen, denn es ist, ja, da hat es noch ein wenig Platz in dem, aber ich habe mehrere Sketchbücher parallel und die sind dann auch bald alle voll. Also das ist jetzt voll, das ist mit der letzten Challenge mit den Tieren, ist das voll geworden. Dieses Skizzenbuch ist auch fertig. Also ich werde dir da schon einiges zeigen und werde da auch ein paar Techniken erklären und Tests, die ich hier mache. Damit. Also es ist ja einfach so ein Spielplatz, sein Skizzenbuch. Da geht es ja nicht um perfekte Bilder, sondern einfach auch darum, Medien auszuprobieren. Aber jetzt zurück wieder zu den Stiften. Also da kann ich dir wirklich empfehlen, schaue auf die Farbtöne. Schaue, dass du möglichst gute Farbtöne kriegst und um ein Gespür für deine Farben zu bekommen, empfehle ich dir auch mal einmal deine Farbpaletten selbst anzumischen. Also dich auseinanderzusetzen, was sind die Farben, die mit dir resonieren. Und dann das zu mischen. Das habe ich auch gemacht, kürzlich mit Acrylfarbe. Und das sind die einzelnen Farben und die Mischungen, die sich daraus ergeben. Und falls dich das interessiert, das ändert dann viel. Also man glaubt gar nicht, wie gut das Farbgespür sich über Erfahrungen und Erfahrungen machen schulen lässt. Also da geht es einfach nur um das Machen, Machen, Machen. Und dann wäre dann auch noch ein nächster Schritt zu überlegen in manchen Bildern, was haben die Farben für eine Symbolkraft für dich. Somit kannst du wirklich dann gezielt deine Stifte kaufen. Die Stift, die Farben, die Farbtöne, die du dann auch benutzt und die dann auch den Ausdruck deiner Bilder ja maßgeblich mitbestimmen. Denn die Farben haben, die tragen die Stimmung, die tragen die Botschaft oder den Inhalt des Bildes ja mit. Genau. Das aber ist eine andere Folge mit den Farben. Einfach dazu würde ich dir das anraten, vielleicht das noch zu schauen und dich mit deinen Farben auseinanderzusetzen und dann dir deine Stifte zusammen zu kaufen. Das, was dir wirklich dient, zu kaufen und nicht eine ganze Farbpalette zu bestellen, denn das brauchst du nicht. Falls es dich interessiert, ich kann jetzt auch noch schnell meine Farben hinlegen, das ist so ein wenig ein Eindruck, was ich damit meine, mit dieser limitierten Farbpalette. Man sieht auch sehr schnell, welche Farbpräferenzen auch bei mir jetzt zum Beispiel vorherrschend sind. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen, aus meinen Tipps und dich auch inspirieren lassen, selbst jetzt loszulegen. Und auch wenn du nur wenige Stifte hast, jetzt nicht so ein großes Sortiment wie ich,
ist das eine gute Sache. Also kauf dir bewusst Farbtöne und vor allem leg los. Ich wünsche dir viel Freude dabei und auch, ja, wenn du mir schreiben möchtest, was du für Erfahrungen gemacht hast mit dem Stiften, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, was dich noch interessieren würde zu sehen hier aus dem Atelier, dann schreib mir gerne, das freut mich immer sehr. Und neuerdings, das wollte ich noch sagen, bin ich auch auf Patreon. Also du kannst dort auch mal hingehen auf, das ist das www.patreon.com und Simona Rosser eingeben und dann kommt meine Seite. Und da kannst du so ein bisschen exklusivere Eindrücke gewinnen aus dem Atelier. Und ich teile mit dir da auch ein bisschen, ja, Dinge hinter den Kulissen, noch ein bisschen näher dran. Und wenn du möchtest, kannst du auch von mir regelmäßig Post bekommen. Und diese Bilder, die hier entstehen als Postkarte, für dich zum Sammeln oder zum Aufstellen, zum Weiterverschenken, zu dir nach Hause senden lassen. Das würde mich sehr freuen. Schau da einmal rein oder auch auf meine Webseite. Dort findest du meinen Podcast zum Thema authentische Kreativität. Alles Mögliche zum kreativen Flow. Das ist jeweils so, dass das schon zum Hören ist, aber es hat auch was fürs Auge. Das ist meistens hinterlegt mit Bildern, die entstehen. Oft auch digitalen Werken, die entstanden sind. Manchmal hat es auch Checklisten dabei oder so ein paar schriftliche Dinge. Und auf der Webseite kannst du dir dazu auch das dazugehörige Arbeitsblatt herunterladen, wenn du einmal herausfinden möchtest, wo sind genau eigentlich deine Stärken und wo setzt du die ein in deinem Alltag. Hat es alles, alle möglichen Dinge und Blätter zum Thema Kreativität. Schau da auch gerne einmal rein. Und auch falls du möchtest, dass ich dich ein wenig an die Hand nehme, dass ich mit dir zusammen ein paar Kreativsessions mache und du mir die Bilder schicken kannst, dann gibt es dafür den Kurs Flowtime. Und da ist es die Idee, dass du hast da Material für 10 Wochen wirklich regelmäßige Kreativzeit. Und nach diesen 10 Wochen kannst du selbst durchstarten. Denn du hast ein Fundament, ein Fundus an Ideen, Inspirationen, an Ansätzen. Du hast ein volles Inspirationsbuch, ein volles Flowtime-Buch mit Skizzen und Arbeiten, verschiedenen Techniken. Und ich denke, das ist wirklich eine gute Basis für dich, falls du regelmäßig kreativ sein möchtest, aber vielleicht noch nicht so genau weißt, wie starten oder deinen Stil finden oder vertiefen möchtest. Da gebe ich dir wirklich 1:1 auch Feedback. Und ja, gerne schau auch da rein, auch das findest du auf der Webseite. Alles habe ich unten verlinkt. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit, viel Inspiration, viel Freude beim Kreieren und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dann!